ich hier heute der Einzige oder was? Das gibt's doch gar nicht. Wo sind die? Hallo, hallo? Hallo? Satt? Okay, mal meinen Abteilungsleiter anrufen. Ja, Türschi? Türschi, hörst du mich? Ich bin im Tanzhaus West in Frankfurt. Komm vorbei, hier ballert's richtig. Ey, wir müssen kurz einmal anders schön drehen. Ja, geil. Bis gleich. Hallo? Was ist das für eine Scheiße? Okay, mal den Philipp Wiesner probieren. Mein Name ist Jan und ich stehe normalerweise immer hinter der Kamera, aber wie ihr gerade eben schon gesehen habt, sind wir heute mal alleine unterwegs. Ich zeige euch heute einige der schönsten Aussichtspunkte hier in Pforzheim. Und wir starten unsere Reise direkt am Hachelturm, in der Hachelanlage am nördlichen Rand der Stadt. Der Turm wurde im Jahr 1904 vom Verschönerungsverein Pforzheim nach Plänen des Architekten Heinrich Deichsel errichtet und wurde 2002 neu in Stand gesetzt. Pforzheimer unter euch wissen wahrscheinlich genau, wo es als nächstes hingeht. Hier bekannt als Monte Cervellino, der Wallberg. Der Wallberg ist ein absolutes Highlight, was die Aussichtspunkte bei uns hier in Pforzheim angeht und darf in der heutigen Folge natürlich nicht fehlen. Hier hat man eine komplette Rundumsicht auf die Wilferdinger Höhe und die Stadt. Die natürliche Höhe des Wallberg beträgt 378 Meter, denn er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Schutt und den Trümmern der Stadt neu aufgebaut und hat nach der Aufschüttung eine Höhe von 417,5 Meter erreicht. Obwohl dies hier oben so ein schöner Aussichtspunkt ist, wurde er aus einem traurigen Anlass errichtet. Er dient als Mahnmal für den Zweiten Weltkrieg und hat mehrere Infotafeln, die die Stadtgeschichte näher bringen. Der Wallberg erinnert an den 23. Februar 1945, als in nur 20 Minuten die Stadt Pforzheim fast vollständig zerstört wurde und dadurch 18.000 Menschen zu Tode gekommen sind. Kommen wir wieder ins Hier und Jetzt und zu meinem absoluten Lieblingsaussichtspunkt im Südosten Pforzheims auf über 400 Metern, die Aussichtsplattform auf dem Heidach. Du weißt,